So, da sind wir wieder und ja, Papa macht das schon. Ne? Wir haben den unteren Bereich eröffnet, Kadabum, und den neuen Tag begonnen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich wünsche, ihr habt euch schön vorbereitet, ein bisschen gewaschen schon und wir können anfangen. Jetzt kommen die ersten Besucher gleich. Jetzt geht's gleich los. Die Rush Hour beginnt, meine Freunde, die Rush Hour. Da kommen die ersten an. Da kommen sie. 5, jetzt um 6 geht es wahrscheinlich so richtig rund. Ne? Aber das klappt, glaube ich, ganz gut. Ne? Also das sieht doch ganz brauchbar aus. Was machen denn hier eigentlich unsere Verkaufsautomaten? Ja, die verkaufen halt, okay. So, jetzt sind wir bei plus 22.000 am Tag. Guck mal, schön. Können wir irgendwas Cooles dazu bauen? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, aber ich glaube nicht. Nee, das wird so ein Tag, wo wir optimieren können, vielleicht. Wo wir einfach mal sehen können, läuft der ganze Bums so, wie wir uns das vorstellen. Aber bisher läuft ja hier alles reibungslos, wie am Schnürchen, oder? Hier steht irgendwo einer richtig rum. Ich glaube nicht. Nee, das klappt, glaube ich, ganz gut hier. Das ist gut, das ist sehr gut. Schön, schön. Wobei jetzt wird die ganze Sache schon wirklich sehr, sehr, sehr komplex, ne? Und wir sind immer noch in dem Level, möchte ich hier mal festhalten, ja, das ist immer noch das Level vom Tutorial, ja, das ist immer noch nicht irgendwie was, wo sie sagen, okay, jetzt setzen wir nochmal vor eine Herausforderung oder so, sondern das ist immer noch hier, du kannst das Tutorial-Level gerne weiterspielen, aber es macht auch eigentlich immer noch verdammt viel Spaß, finde ich. Ist schon krass eigentlich, so wie sich so ein U-Bahn-Netz halt erstreckt, ne, also irgendwie schon abgefahren. Aber anscheinend können wir den ganzen Tag jetzt einfach ganz entspannt durchlaufen lassen und müssen nichts bauen, gar nicht. Alles ist irgendwie im Lot, alle fühlen sich wohl, alle sind irgendwie funky. So, das ist geil. So stellt man sich das vor, ne? So muss das laufen. Aber es ist auch krass, wie, also jetzt mal kurz Pause, wie organisch das alles gewachsen ist. Wenn wir uns mal vorstellen, dass es eigentlich angefangen hat von hier. Ja, also von hier so rüber, da zu diesem, also ein gerader Weg, zack, zack, zu dem hier, zu der Treppe und die führte dann hier auf den Bahnhof. Das war's. So, und dann kam irgendwie, keine Ahnung, dann kam ein neuer hier, dann kam der hier hinzu, dann kam das hinzu, dann kam das und das hinzu und dann haben wir das hier alles schön breit. Hier ist dann der Hans-Gruber-Gedenkplatz. Dann habe ich eine zweite Treppe dazu gebaut. Und dann kamen halt diese ganzen B-Dinger dazu und dann wurde halt dieser Bahnhof extrem vergrößert. Dann wurde dieser Untergrund gebaut, die Stränge hier wurden alle gebaut, der obere Teil wurde gebaut, das wurde angepasst, die Rolltreppen kamen dazu. Ja, das ist immer noch der größte Zuwachs, glaube ich, gewesen. Und danach kamen dann eben die Toiletten zum Beispiel dazu. Hier nochmal Rolltreppen, da nochmal Rolltreppen, hier der Untergrund, hier der Steg hier, den ich vorher gebaut hatte, bevor ich hier runterbauen konnte, in der Hoffnung, dass das halt gehen würde, was aber da noch nicht ging. Und mega geil. Also es ist sehr organisch gewachsen. Man kann von unten inzwischen auch hier auf dem Bahnhof drauf und auf dem Bahnsteig. Also richtig cool finde ich das. Ja, man kann echt. Also erst konnte man nur von einer Treppe, ja, jetzt kann man halt mit Rolltreppen von links und rechts. Man kann von unten nach oben drauf. Wobei, da können eigentlich auch noch Rolltreppen dazu, fällt mir gerade auf. Das machen wir auch. Ne? Eine Rolltreppe kann da immer noch zu. So, also eine Rolltreppe bitte. Oh. Nee, 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 nee. Eine Rolltreppe nach oben bitte. Hallo? Nee. Ich versuche das mal noch anders. Eine Rolltreppe nach unten. Ich war von da. Haha. So. Und eine Rolltreppe nach oben. Und zwar von da. Das macht er nicht. Da will er nicht so. Da direkt daneben. Das macht er schon eher. Okay, dann machen wir das so. Okay, und dasselbe hier bitte auf der Seite auch nochmal. Und ja auch, ne? Nahezu barrierefrei. Ich weiß, da ist noch eins, aber so eine Rolltreppe nach oben und eine Rolltreppe nach unten. Zwar direkt daneben. Geil. So. So, Bahngleis.
Schwupp. So, das ist jetzt interessanter. Wo führen die denn hin? Was sagen die anderen denn? Die anderen Beschilderungen. Einmal runter, genau, einmal nach B. Und das hier führt... So, okay, gut, dann passt das. So, und hier einmal auch einfach Bahngleis. Zack. Okay, dann haben wir hier auch schöne Rolltreppen hinzugefügt. Das ist doch auch geil. Und bitte den Bau in Auftrag geben und weiter geht's. Dann haben wir hier auch gleich Rolltreppen. Geil. Schön. Und jetzt könnte ich auch noch theoretisch hier auch nochmal Rolltreppen von hier oben darunter machen. Das wäre mir aber zu viel. Also jetzt so wie es ist, finde ich es eigentlich ganz cool, ganz chillig und entspannt. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht irgendwie im Weg ist, das Schild. Kann ich das bewegen vielleicht? Hoffentlich ist das jetzt nicht verwirrend. Das ist bestimmt verwirrend, oder? Die sind doch bestimmt zu dumm dafür. Einmal entfernen, bitte. Auch bitte einmal entfernen. Und, ja, dann lassen wir das Schild erstmal so und dann kann es... ja, kann das Schild da so bleiben. Gut. Dann gucken wir mal, ob das trotzdem so funktioniert. Hier zeigt er ja vorher schon an, da parkt links da. Obwohl, das ist nur nach... Nur in die A-Dinger und Toilette. Okay, dann... Oh, hier haben wir noch eins irgendwo... Warum wir das denn hin? Scheiße nochmal. So. Einmal da. B1 und einmal da. B2. So. Okay. Nice. Die Rolltreppen sind auch schon fertig. Geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da sind da Rolltreppen runter. Ach, schön ist das doch, oder? Also ich finde das richtig bonus hier. Richtig sexy. Da mit zwei Treppen. Da sind die außen und da ist in der Mitte eine dicke Treppe. Ach schön, jetzt geht wieder Strom. Buff. Buff. So, A+, alles geil. Siehst du, keiner verbringt mehr zu viel Zeit mit der Suche nach dem Stuhl. Und sehr schön. Bahnhof wurde erweitert. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier aber zur Sache, ne? Die folgenden Verbindungen sind jetzt verfügbar, um eine verbesserte Wertung zu erhalten. Q1, Q2 und C3, 4 und 5. Okay. Es besuchen jetzt den Bahnhof. Ältere Personen kann keine Treppe benutzen. Ja, das ist nicht schlimm. Das meiste habe ich auch schon hinbekommen. Passagiere benötigen jetzt Ticket. Passagiere, ach du Scheiße, die von einer Bahnlinie in eine andere umsteigen, benötigen immer ein Ticket. Ja, okay. Oh Mann, ich sehe schon nichts. Oh, Fahrstühle. Oh, ja. Okay, aber mit Fahrstuhl ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Ticketautomat deckt das Ticketbedürfnis. Ja, okay. Was ist das? Platz? Dreieckiger Platz? Sechseckiger Platz? Okay. Okay. Oh nein. Oh ja, jetzt wird es aber sehr wohl ein Problem. Q2 und Q1 sind Zuglinien. Fuck. Ach du Scheiße, okay. Dann lassen wir die hier erstmal aus. Okay, dann muss jetzt erstmal... Obwohl, die sind relativ easy noch umzusetzen, wenn ich die einfach hier auf die untere Ebene hochziehe. Okay, dann fangen wir damit am besten an. Ich guck gerade, wie ich am besten. Okay, das kriege ich auch noch hin. Ein Fahrstuhl kriegen wir auf jeden Fall. Fahrstuhl hoch, Fahrstuhl runter. So. Stell dich nicht so an. Fahrstuhl nach unten. Okay. Was ist das? Nach oben. Okay. Wir müssen einmal kurz weichen und zwar hier hin.
Und mit den Ticketautomaten setze ich mich gleich auseinander. Aber jetzt erstmal den Fahrstuhl. Damit fange ich jetzt an. Weil hier, glaube ich, kann ich einen richtig guten Fahrstuhl platzieren. Muss nur gucken. Warum meckert er jetzt? Überlappung, womit? Achso, okay. So, jetzt meckert er gleich nicht mehr. Ne? So, okay. So, jetzt nach unten bitte. Wieso geht das nicht runter? Ja, okay. Wieso geht's hier nicht? Was ist hier das Problem? Überlappung mit dem scheiß Kaffeeautomaten hier, ja? Okay, das und das geht jetzt einmal bitte so und so. Okay. Nochmal versuchen. Nee. Wo sind die Fahrstühle? Hier, ne? Okay, Fahrstuhl. Müssen wir mal schauen. Okay. Das ist echt jetzt... Boah, das ist schwer. Okay, Fahrstuhl nach unten. Okay, passt. Muss ich hier dann einmal so? So und... Das auf dem Gleis? Achso, da. Okay, verstehe. Und dahin. Okay, dann machen wir das erstmal so. Und ziehen den ganzen Klotz hier einmal ein bisschen kleiner. Dass der Fahrstuhl dahin passt. Okay. So, okay. Gut, dann haben wir einen Fahrstuhl, der tatsächlich einmal durch alle Stockwerke führt. Ja, also wirklich von ganz oben vom oberen Verteiler, von den Toiletten runter aufs Bahngleis, runter auf die C1-Ebene, runter auf das Q-Gleis. Verdammt, die haben extra das scheiß Kuhgleis so gesetzt, dass ich jetzt nicht mit dem Fahrstuhl da landen kann, Alter. Das ist doch für den Arsch. Alles weitere passt, aber das passt nicht. Nee, dann muss ein Fahrstuhl hin und müssen wir hier nochmal einen hinsetzen irgendwo. Okay. Aber okay, das ist machbar. Das ist alles noch machbar. Ich einmal hier so. Nee, okay. Nee, ich bleib einfach wohl hier, da, zack, so. So geht das ganz gut. So, können wir das hier so ein bisschen ranziehen, so. Und da hätte ich jetzt gerne den Fahrstuhl drauf. Einmal Fahrstuhl nach unten, wenn es geht. Vielleicht auch hier den Fahrstuhl nach oben. Ein bisschen drehen, so, damit er hübscher ist. So. Okay. Einmal hier hin. Einmal. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Warum kann ich ihn nicht sehen? Egal, dann machen wir das erstmal so. Okay. So kommt man auf jeden Fall mit jedem Fahrstuhl auf jede Ebene. So kommt man zumindest irgendwie auf jede Ebene. Okay, man fährt mit dem Fahrstuhl eigentlich nur runter, geht rüber zu dem, fährt weiter runter und ist direkt auf der Ebene unten. Okay. Boah, das ist jetzt aber... Jetzt wird's hier richtig... Jetzt kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt hat der Junge genug gespielt, jetzt suchen wir ihm mal eine Herausforderung. Okay. Ich möchte einen weiteren Platz haben. Erstmal einen kleineren Platz. Erstmal kleiner. So. Oh, das darüber. Okay. Dann haben wir hier eine schönere Ebene. Okay, dann kommt man von hier aus in den Bahnhof hoch. Hier kommt man dahin und von hier aus käme man dann auch runter. Und das muss ich mir noch ausbaldoran wie. Mittlere Treppe.
Ja, blöd. Direkt von hier eigentlich, oder? Machen wir mal so. Können wir es drehen einmal? Nee, das ist ja noch bescheuerter. Treppe, machen wir, gehen wir das mal so rum an. Treppe, nein, nicht große Treppe, mittlere Treppe nach oben. Von hier aus. Das ist schon auf dem Gleis. Okay, dann ziehen wir den ganzen Schwachsinn hier mal ein bisschen rüber. Okay, dann kommt man von hier, kommt man dann runter auf das Bahngleis. Okay, das ist ja nicht so, das ist ja schon mal ganz gut. Vielleicht sogar, wenn wir das ein bisschen... So, und... Upp. Können wir das hier entziehen? Ja, okay. Das ist aber... Das ist gar nicht so easy. Man muss das sogar... Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Also der Zugang gefällt mir nicht so irgendwie. Ich finde noch nicht so richtig den Punkt, wie ich das haben will. Ich glaube, so ist ganz okay. So ist, glaube ich, gut. So ist gut. Wenn ich jetzt Rolltreppe nehme. Rolltreppe nach oben. Okay. Und eine Rolltreppe nach unten. Guck mal, dann passt das doch. Dann kann man hier entweder links dran vorbeigehen, darauf. Ich weiß, ist nicht das Schönste. So, aber und gleichzeitig kann man hier aber dann irgendwie runter. Ja. Ihr wisst auch, dass ich das irgendwie nicht so geil finde. Ne? Na komm, komm mal. Nehmen wir uns die mal mit hier. Wenn wir das hier hinsetzen würden, könnte man das alles... Drehen wir das mal so um. Einmal so. Okay. Einmal daneben. Ich glaube so. Oh, und wenn wir das jetzt alles ein bisschen weiter vorziehen. Ups, oder verdrehen. Okay, ich glaube, so ist das besser. Dann kommt man von da aus, kann man hier runtergehen. Das ist alles nicht so unangenehm. Kann man hier gleich noch ein bisschen Füllmaterial zwischen machen, dass man sich da auch besser bewegen kann. Okay. Okay, 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 okay. Cool, cool, cool. So, jetzt apropos Füllmaterial. Nee, es hätten doch vier sein müssen. Okay. So. Dann können wir hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Treppe runter machen. Mittlere Treppe nach unten, bitte. Rolltreppe. Wo sind wir denn überhaupt kostenfaktortechnisch bei 13.000? Okay. Rolltreppe nach unten. Hey. Und Rolltreppe nach oben. Ups. So. Okay, das sieht doch schon mal, also okay, jetzt ist man schon mal verbunden. Jetzt haben wir schon mal Treppen hingesetzt, mit Rolltreppen sogar. Den Fahrstuhl haben wir hier hingesetzt, der zweite Fahrstuhl ist da. Der geht bis nach ganz oben.
Das heißt, wir haben alles an Verbindungen gesetzt, die man braucht. Mega. Okay. Und beim nächsten Mal seht ihr, wie wir den ganzen Scheiß jetzt noch hier mit diesen Ausgängen verbinden. Und wie ich wahrscheinlich am endgültigen Schilderwald verzweifeln werde. Danke fürs Zusehen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.